Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play VI, dem Chris. Bonjour, Baguette Baguette, oui oui, Baguette, salut. Oulala, nous Oulala. Oh, Monsieur, nee, bon Simson ami. War das okay. Ja, ja, ja. Das haben Leute tatsächlich mit ja, Untertiteln geguckt. Das ist ne? Voll geil, dass ihr das macht. Das ist super. Das war... Ich hab alles im Leben, ha? Genau, es hat auch absolut alles einzelne ergeben. So, da ist ein Baum schon, da kann ich... Ich glaube, ich hätte noch mal was trinken sollen, bevor ich jetzt... Ich glaube, ich krieg schon Schaden, weil ich kein Wasser mehr habe. Das ist gut. Ja, und jetzt krieg ich keine Progression-Punkte mehr, die gehen jetzt alle weg und ich habe schon 26. Was? 26? Ja. Wie viele hast du denn? Oh, ich auch. Wie viele brauchen wir? 60. 60. Können wir jetzt zu irgendwas progressieren? Nein. Wir brauchen 60 Punkte für den Hera. Scheiße. Und 60 für den Austro. Oh. Cool, ne? Also ich habe jetzt auch gleich keine Stamina mehr. Vielleicht habe ich Stamina gar nicht. Glück und finde noch ein Flüsschen. Aber ich werde verhungern, aber ich renne jetzt einfach mal querfeld ein. Ich werde verhungern. Der eine verdurstet, der andere verhungert. Boah. Das ist doch passend. Vielleicht kannst du mich dann ja essen, aber. Müsst du dich finden dafür, ja. Ja. In Extremsituationen ist Kannibalismus erlaubt, ne? Nee. Ja, ich krieg Schaden. Und ich kann jetzt meine Lebensanzeige gar nicht mehr angucken. Fällt mir so auf, ne? Musst du auf den roten Rand achten. Ja, klar, der wird jetzt immer... Aber ich würde gerne sehen, wie viel Blutschaden ich habe und sowas. Wenn ich jetzt gebissen werden würde. Weißt du, wie ich das meine? Ja, dass dann du musst guckst... du die Tropfen zählen, die deinen Körper verlassen. Ja, ja. Ja, ja. Ich höre gar nichts mehr. Es ist still. Aber Leute, es sind tatsächlich noch Leute hier drauf, ja? Müssten. Es müssten Leute drauf. Wenn ich gleich sterbe, dann lade ich dich ein, aber schneid das bei mir raus, dass ihr das nicht seht. Jo, ich bin tot. Mich hat ein Hera gekillt. Ein Hera? Ja. Ernsthaft? Der hat dich gefunden? Ja. Der hat ich finde hier nichts. Der lief einfach gefunden? Hinter mir und hat mich gerade gekillt. Jo. Krass, scheiße. Das cool. War jetzt aber... Boah. Nein, ich häng fest. So, wir sind nicht mehr in der Gruppe, ne? Dürfen nee. Wir eigentlich nicht. Ich lade dich ein. Der kleine ja. Part wird rausgeschnitten. Vergiss das oder so. Nicht. Mir ist auch egal. Ich sag das auch mehr und dann vergesse ich das und dann ist es mir auch scheißegal. Ja. Hast du angenommen, ja, ne? Ja, ja. Oh, bei mir ist irgendwas Großes. Warte. Bei mir ist hier ein Alu oder irgendwas Großes. Oh Gott. Steck dich im Fuß. Oh, lass mich doch irgendeine Leiche finden. Pass auf, ne, also du weißt, die laufen Heras rum und so. Die killen dich. Ah, die haben auch schon dann eine Weile gespielt, ne? Wenn du es ja schon geschafft hast, also. Was denn? Scheiße, ein Trike. Ja, die sollten dir theoretisch nichts tun, weil du keine Gefahr bist. Aber so ein Hera ist natürlich mies. Aber das gibt uns immer so Motivation quasi. Wenn der das geschafft hat, dann schaffen wir das auch. Der Strike war mir per Kopfzeichen. Nein. Das ist cool. Ich muss was zu essen finden. Dove ist oh, die haben, Eier gelegt hier. Die Nesten. Die Trikes. Okay, das ist interessant. Vielleicht kannst du die Eier fressen. Das wäre natürlich richtig geil, wenn man diesen Modus drin hat, so... Ja, das Mini-Trike verfolgt mich. Spielen die Leute hier auf Realismus oder was machen die hier? Weiß nicht. Vielleicht haben wir ja mal einen realistischen Server. Boah, das muss Bondi mit der Nahrung dringend anpassen. Das ist kaum zu schaffen. Oh, mir geht's jetzt wieder gut, aber ich hab ja, jetzt auch schon wieder auch, zwei Punkte. Auch 0 Punkte wieder. Zwei, hallo? Ah, du verreckst halt an Essen, ne? Ja, Wasser ist aber mir auch gleich weg. Selbst wenn ich jetzt eine Leiche finden würde, und mein Glück kenne ich, finde ich kein Wasser mehr. Ja, ich bin jetzt gerade an einem Fluss, ich bleibe jetzt einfach so lange auch noch am Fluss. Aus dem Fluss kann ich trinken, okay. Das geht, ja? Ja.
glaube, die Dinos sind alle im Zentrum. Irgendwo. Nein, ich bin fast in ein Grafikloch reingefallen. Oh. Donny, Donny, da musst du dran arbeiten. Ja, ich weiß jetzt, gleich kommt, habe ich wieder das Glück, dass wieder irgendwie so ein Hera oder irgendwas anderes ankommt und umbringt. Hast du das gar nicht mitgekriegt, wie er dich verfolgt? Nein, ich habe nur auf einmal von hinten, ich habe gerade nach hinten geguckt und da kam die Sau angelaufen, weißt du? Hat mich einmal gehittet und ich war tot. Ja, aber, ne? Gut gemacht. Naja, ist mir einfach nur hinterhergelaufen wahrscheinlich die ganze Zeit. Der hat bestimmt auch schon auf dem letzten Loch gepfiffen. Naja, ich meine, man, den hört man ja auch so, nicht den Hera, ne? Das ist ja das Schwierige. Der schnaubt hinter dir irgendwie. Ja. Schnaubend hinterherläuft. Oft man als... Wie schnell der trinken verliert, der Willi, ne? Das ist mega. Ich hab einen Bach gefunden. Dem kann ich wenigstens trinken. Kann er nicht durch eine interne Osmoseanlage Wasser in Nahrung umwandeln? Oder so wie der Walhai Plankton filtern, weißt du? Ja. Das ist jetzt das Ding, Leute, jetzt müssten wirklich da Fische im Wasser rumschwimmen, dass du dir so einen Fisch erbeuten kannst. Oder kleine KI-Viecher. Genau, Fische wären jetzt echt ideal. Boah, ich werde so verrecken gleich. Und ich habe schon so viele Punkte. Ich habe schon 32 Punkte. Wow. Oh. Schwein. Komm, irgendeine Leiche. Hier muss ein totes Tier liegen. Gibt es hier diesen Sniffling-Modus? Nee. Ist ja auch nicht aktiv, oder? Nee. Wahrscheinlich ist es bei uns einfach eine andere Taste, aber viele sagen, das ist auf J. Aber ich weiß nicht, wie man das aktiviert. Aber J geht bei mir nicht. Nee, bei mir nämlich auch nicht. Vielleicht oder muss man sich da in eine Hocke setzen? Nee. Vielleicht kann man dadurch auch Leute finden dann einfach. Gerade was Gestampfe gehört? Man muss aufpassen, ne? Ja, wie so eine Flusslandschaft. Spannend. Ich will nicht schreien jetzt. Aber dieses Sniffling, das würde jetzt absolut helfen, ne? Wenn du jetzt auf Oros gehst oder so. Ja, weil die sich dann nicht mehr so verstecken können, ne? Weil da rennst du ja dran vorbei. Und man sieht ja absolut nicht hier. In Gebösch. Kann er nicht auch einfach Pflanzen fressen? In Notsituationen? Wenn man, hier graben könnte, so nach Käfern oder so, weißt du, es klingt jetzt doof, aber wie bei DayZ, dass du so graben kannst nach Getier, entweder hast du Glück oder nicht, weißt du, mit dieser Zufallschance. Genau, dass du auch Fische rausfischen kannst, die, ne, ja. Würmerfische und so, die bringen nicht so viel dann quasi, aber... Ja, dass du dich da retten kannst. Dass du dich einfach, dass du überlebst. Ja. Und wenn du hier das Moos von den Steinen zutscht oder so, was weiß ich. Weil das ist echt schwer. Jetzt weiß ich auch, warum die alle dieses Low-PP spielen. Weil das ist krank schwer. Das ist echt Hardcore, Leute. Ja. Kann man sich vorstellen, als würde man Battlefield in Hardcore-Modus spielen. Ohne hat alles. 200% Waffenschaden. Gib ihm. Oder Left 4 Dead auf Realismus und dann auf der schwersten, hast ja auch Left 4 Dead 2, ne? Ja. Kennst ja, ne? Realism. Ja. Und dann auf mega schwer. Das haben wir aber mal gespielt, weil das so eine Herausforderung und das hat einfach Spaß gemacht. Weil du da wirklich als Team arbeiten musstest. Weil du da nicht diese ätzenden blauen Umrandungen hattest und so, ja. Aber noch schön. Könnten wir eigentlich auch mal spielen. Stimmt, ja. Im Stream oder so. Ich glaube, ich habe gerade Beute gesehen. Hast du? Irgendwas war da hinten, glaube ich. Ja. Da was? Ich bin jetzt gerade völlig im Suchmodus. Irgendwas habe ich im Augenwinkel gesehen. Wahrscheinlich irgendwie so ein Stein oder so. Ja, wahrscheinlich. Ich höre schon so im Hunger warnen, dass ich schon Geister sehe hier. Verdammt. Es ist immer lustig, wie ich mir meinen Kopf mitbewege. Ja? Ich versuche dann beim Stein immer tatsächlich um die Ecke zu gucken. Ich
mach das, wenn ich bei GTA oder so, weißt du, wenn ich da eine Kurve fahre oder so, oder bei Rennspielen, dann gehe ich immer so mit, oder beim Springen in zum Beispiel Dying Light oder so, wenn ich da kletter, dann lege ich immer meinen Körper ein bisschen mit, ja. Das ist völlig krank. Das ist Sport einfach nur. Ja. Ne? Hallo? Oh, ich quieke schon. Scheiße. Quiekst du schon? Dann bist du gleich tot. Ja, ich bin gleich tot. 32 Punkte für den Arsch. Hm. Ach, jetzt gehen die Punkte schon weg. 28 habe ich alles nur noch. Klar. Mit einmal quieken, Alter, da sind die... Oh. Ja, Leute, was soll ich... Was wollen wir machen? Das ist halt Hardcore-Survival. Aber ist auch mal, ihr seht dann mal quasi was anderes. Richtig Hardcore. Spielen wir halt mal eine Velo-Familie. Genau, wir nehmen jetzt, denke ich mal, so 4 Folgen auf. Das ist jetzt Folge 2, ist das, ne? 2, ja. Genau, dann habt ihr jetzt quasi die 4 Folgen Zeit, da mal in die Kommentare zu prügeln, was ihr davon so haltet. Und dann sehen wir weiter. Weil ihr werdet wahrscheinlich nur den Velo sehen und wenn wir Glück haben, den Hera. Weil ich das kenne, bei unserem Glück ist das sehr anstrengend. So wie in der Folge, als du beim Parry warst, weißt du, wo du dann die Klippe runtergefallen bist, diese 2 Zentimeter und gestorben bist. Ja. Ach, stimmt. Wo du aus Courage deinen Bildschirm nicht kaputtgeschlagen hast. Beim Stream, ne? Nee, im Let's Play. Es war sogar in einem Let's Play. Echt? Ja. Boah, bei mir ist irgendwas Großes. Ich hab hier gar nichts. Nichts. Ich laufe jetzt schon die ganze Zeit im Gebüsch. Weißt du, weil ich ja diesen grünen Skin habe, da laufe ich jetzt zwischen den Fahnen rum. In der Hoffnung, dass jetzt nicht wieder so ein assiger Hera kommt und mich hier von hinten wegsnackt. Ich schreie jetzt einfach mal die ganze Zeit und vielleicht hört mich ja einer. Frisst mich wenigstens noch. Dass ich nicht umsonst sterbe quasi. Aber ohne Koordinaten ist man echt so angeschissen. Ist doof, ne? Besonders wenn man in einer Gruppe spielt. Ja, man kann sich hier auch an nichts orientieren, ja. Er hat Bäume. Also es ist richtig schwer. Wald, ne? Also hätte ich jetzt das Bear Grylls Messer. Genau, dann würden wir das ansehen. Boah, haben wir einen Feuerstein, sein Messer. Ab geht's, ey. Ab jetzt. Wie soll man hier irgendwelche Beute ausmachen? Das ist unfassbar. Es bleibt auch lange in dieser Morgendämmerung, ne, muss ich sagen. Ja, irgendwie scheint es nicht mehr heller zu werden. Es ist immer noch Nebel, ne? Ja. Aber ich habe die Karte heute also schon mal aufgemacht. Also nicht den Server jetzt hier. Mhm. Und da war Tageslicht richtig schön. Also es scheint dann doch tatsächlich ein Weilchen zu dauern, bis es richtig hell wird. Aber es sieht jetzt nicht so verkehrt aus. Ist okay. Nee, ist okay. Also ich finde das ganz cool mit diesem Nebel. Wahrscheinlich eher von diesem Licht her. Ja, hier sehe ich jetzt tatsächlich schon ein bisschen Sonne, die durchkommt. Schön. Forest of Doom ist das hier, echt ohne Scheiße. Ja. Du, ich bringe mich jetzt einfach um. Ich springe irgendwo runter. Brauchen alle einen Spawnpoint. Ich finde hier eh nichts mehr. Ich habe immer Angst, wenn ich laufe, dass hinter mir einer ist. Kannst du das? Ja. So diese Paranoia. War bei Doom 3 damals so. Ja. Muss ich spielen, habe ich noch nie nicht so gespielt richtig, also die Big Fucking Gun Edition. Nee? Nee. Ja, Doom 3 ist Klassiker. Kann ich ja mal im Dunkeln spielen, dann kacke ich mir wahrscheinlich in die Hose. Nee, heutzutage nicht mehr, aber wo das früher rausgekommen ist, war so, oh. Weil du da permanent unter Stress stehst, also hast permanenten Verfolgungswahn. Weil das neue Doom ist ja mehr auf Action gemacht und das Doom, also Doom 3 auch quasi, aber viele Horrorfacetten sind da drin. Hm. Da kommt öfter mal was um die Ecke gesprungen oder du bist halt echt nur unter Stress, wenn du dann denkst, oh, jetzt kann ich mich mal kurz ausruhen. Ja, das ist, bei dem Remake ist es ja nicht so, aber ich finde das Remake einfach mega geil. Das sieht das so ist gut aus. Nur Splatter, genau. Aber das ist halt das Coole, weißt du? Also so das Ur-Doom und das Doom 3 ist ja so ein bisschen aus der Reihe gesprungen. So wie Far Cry kann man ein bisschen sagen. So wie das erste Far Cry. Das erste Far Cry war geil, bis zur Stelle, als die Mutanten anfingen. Da war es kacke. Aber vorher war es mega gut. Aber ich wollte gerade sagen, Spoiler-Alarm, aber Far Cry sollte jeder von euch schon gespielt haben und so. Oh, ich hör was. Du hörst was? Ich hab keinen. Hier ist ein Taco.
Friss ihn, töte ihn. Ja, wenn ich ihn finde. Wenn ich jetzt deine Leiche finden würde, dann wäre ich sehr, sehr glücklich. Der hat mich bestimmt aufgefressen. Ich glaube, der hat nichts übrig gelassen. Würde ich auch nicht hier in diesem Wald, definitiv nicht. Ich glaube, ich renne auch die ganze Zeit im Kreis. Ja. Müsste mal straight in irgendeine Richtung laufen. Na, jetzt hört er auf zu schreien. Ja, ich hatte vorhin auch einen, der hat dann aufgehört. Diese trolligen Viecher. Und die suchen sich so ein Pflanzental, setzen sich da hin und bleiben da einfach. Weil die kriegen ja quasi durch Pflanzen und durch Minuten. Also die haben es easy. Also die Herbies haben es hier wirklich sehr, sehr leicht. Ja. Besonders auf dem Server, da der sehr nicht populär ist, sagen wir es mal so. Also Population sehr gering ist. Und wenn du dann echt dann nur so Leute hast, so fünf, die Fleischfresser spielen und ja, kurz vorm Exodus stehen. Also größere Fleischfresser. Verfluchte Pflanze, das sah gerade aus, als würde er laufen. Größere Fleischfresser werden hier auch gar nicht rumlaufen, glaube ich. Doch. Die schaffen es einfach nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin gleich tot. Aber manche Fahne, da denkt man, da ist irgendwas, ja, ne? Ja, weil das erst so nachgerendert wird, ne? Das Blatt. Ja. Komm schon, kleiner Taco, du kannst dich opfern. Du kannst so schnell wieder respawnen, ey. Also es ist, glaube ich, definitiv jetzt immer so. Wenn die Leute sterben hier, dann hinterlassen die noch so ein Ja, aber der Krippler, ist leider hier nicht, ne? Wo man dann von knabbern kann. Ja, wenn hier niemand stirbt, dann liegt hier sowas nicht rum. Und die Pflanzenfresser haben hier diese ganzen kleinen Fahne, können sie, glaube ich, fressen, ne? Also die haben ja genug Essen. Die müssen einfach nur in Flussnähe bleiben und schon läuft das bei denen. Oder ein Teich oder so. Ja, ist echt eine Herausforderung, sich hier im Wald zurechtzukommen. Zurechtzufinden. Oh, ich glaube, vor zwei wäre das ein bisschen einfacher, ne? Aber obwohl die auch schon sehr dicht bewachsen ist. Also die haben sehr... Ja, V2 hat noch markantere Punkte. Ja, hier ist irgendwie alles gleich, ne? Hier hast du dann diese Talklippen. Jetzt habe ich ein Oro gehört, aber der hat zu wenig geschrien. Es war zu leise. Verdammt. Ich verhungere gleich schon wieder. Oh mein Gott. Ich kann den Rost nicht trinken. Nein. Ich glaube, man braucht hier wirklich einen Low-PP-Server, sonst hat man echt... Liegt da vorne was? Ich kann ja... Sonst hat man echt keine Chance. Oh, ich habe den Sumpf gefunden. Bin da schon lange raus. Kann man... schwimmt der Velo im Sumpfwasser? Ja, der schwimmt. Okay. Leute, dann machen wir jetzt mal was richtig Geiles. Warte. Willst du es noch machen? Whee! Ich lebe noch. Woo! Nice, ja. Hat funktioniert. Dann würde ich auch sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Däumchen da. Das war ja Martin und der Chris. Tschüss. Tschüssi.